Wir haben noch etwas mehr als 50% der Hülle über. Und die richtig harte Runde kommt ja erst noch. Aber wir packen das und damit hallo und willkommen zurück bei Faster Than Light. Alle wieder bereit? Ja, Dornsteuerung ist jetzt nicht mehr, dafür kommt die blöde Gedankenkontrolle hinzu. Mal gucken, wo sie kontrollieren möchte. Immerhin kommt derjenige nicht schnell aus seinem Raum raus, wenn er Gedanken kontrolliert wird, denn die Türen sind sehr verstärkt. Einem Energie ist nicht drin. Und ich kann auch nichts verbessern. Dafür bräuchten wir hier 25. Würde ich eher Sauerstoff machen oder eher Sensoren? Ich wüsste nicht. Ist jetzt aber auch überflüssig, denn wir haben einfach zu wenig Ressourcenpunkte, also zu wenig Schrottpunkte. Hätte ich lieber noch mehr in eine Reparatur gesteckt, aber der Reparaturarm kann nur eine bestimmte Menge verwenden. Ansonsten ist er überfordert. Aber auch er hat das gut gemacht. Auch er packt das. So, die flüchten zur Basis. Ich gucke nochmal kurz. Systeme soweit versorgt, wie sie versorgt sein sollten. Drohnenarm und alle Drohnenreihen. Können wir eh nicht gebrauchen. Ja, alle wieder ganz, alle da, wo sie sein sollen, alle Türen zu, nochmal gedrückt, aber geht keine weitere zu, dann ja, hoch. Du weißt nicht, wie es trotz der Schäden noch kämpfen kann. Offenbar hat es auch Energie zum Teleporter umgeleitet. Ist das eine Art Superwaffe? Mach dich bereit, jetzt zählt es. Wir müssen erst mal den Superschild runterballern. An sich ist egal, weil er hat so viel Superschild, dass wir erstmal mindestens zwei Salben beim Lanzenstrahl von Salve reden, dass wir erstmal komplett eine Runde, zwei Runden drauf schießen müssen mit allen Waffen. Vorzugsweise will ich aber auf seinen Raketenwerfer gehen. Ne, aufs Cockpit. Weil dann sitzt jeder Treffer, jeder Schuss. Und wir könnten mit einem Laser vielleicht hier irgendwie die Gedankenkontrolle erwischen. Ja. Na, jetzt hat er den Teleporter. Stimmt, jetzt gibt's ja wohl erstmalig richtig Ärger auf unserem Schiff. Jetzt nehme ich die Gedankenkontrolle nicht mit. Hatte zwar eh noch keine Bewandtnis, aber hey. Kann ja schon mal gucken. So. Die Waffen wissen, wo sie hinschießen sollen. Damit die sich schon mal warm schießen können auf immer die gleichen Positionen. Deswegen mache ich das gerade. Vor allem mit der Lanze. Wird zwar keine Bedeutung haben, aber für mich ist es gerade wichtig. Drei Raketen, dreier Superschild noch. Eine verfehlt sogar. Superschild, ja, jetzt fehlen wir mehr als in der zweiten Runde. Da war ich ja erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Jetzt brauchen wir ein gutes Ausweichen und natürlich unsere Schilde. Die Energiespitze wird gleich loslegen. Hacken bringt noch nix. Drei Raketen, ein Superschild noch. Super Spitzenenergiewaffe. Oh, Ariel, wo gehst du hin? Die Türen sind nicht mehr zu. Warum geht sie da raus? Nein! Jetzt kommt sie auch noch rüber. Toll. Na, jetzt wird's richtig knackig. Auch noch im Waffenraum. Okay, wir können da vier Leute platzieren. Das Blöde ist, Ariel hat gerade anderes zu tun. Gut, Ariel kann auch nicht so viel im Nahkampf machen, aber dennoch ist es kacke. Wenn ich Zerold mit reinziehe, könnte er beim nächsten Raketenschlag umgebracht werden. Die Lanze ist schon wieder bereit. Aber noch nicht lange. Der Schnellverleser 3 ist nämlich noch nicht bereit. Gut, wir machen jetzt noch nichts. Der Superschild ist erstmal weg. Den kann er wieder aufladen, haben wir auch schon gesehen. Blöder Arsch. Ariel knabbert noch ganz langsam an der Hackerei. Jetzt können wir aber hacken.
für den nächsten Lauf, bevor das da kaputt ist. Die Waffen laden ja schon, dann hacken wir. Slattern bekommt am meisten, aber jetzt sind alle drei drin. Raketen fliegen. Achso. Ist die Frage jetzt, wann zählt das? Jetzt mal wieder 40%. Autsch. Ach, schaut mal, die wollen rüber. Hier können wir mal das Feuerlichtsystem unterstützen. Wir wollen ja gerade eh nicht rüber. Ah, ich habe das verschlafen mit dem Hacken. Slattern muss jetzt in den Nebenraum. Achso, da sind sie ja schon. Dann dahin. Aber wenn die jetzt blöd treffen, Slattern. Schilde bei ihm werden angekratzt. Kann Ariel mal wieder zurückkommen? Die Feuer gehen hoffentlich auch gleich aus. Der Angreifer ist gleich im Eimer. Die wollen da hoch in den jetzt luftleeren Raum. Raketen fliegen. Ich mache sicherheitshalber doch zu. Es ist bloß Will. Ja, die haben ja bloß zwei geschickt. Ich hätte die beiden eher rüberziehen sollen. Oh, Slattern überlebt, bitte. Der Raum ist relativ wichtig. Ich hoffe, er kommt noch drüben an. Vielleicht kann ich ihn noch so aus der Schussbahn locken. Oh, die trifft... die trifft unseren Maschinenraum nicht. Du gehst wieder hinter, Slattern. Kameras. Das Ding fliegt vorbei. Gut. Moment, der Arsch will abhauen. Waffen bereit. Oh. Ach, du Kacke. Hacking ist angeschlagen und hat gleich noch einen Schuss weg. Okay, Hacking ist... Wir haben gerade bloß ein Zweierschild, gleich wieder ein Dreierschild. Ich sag mal so. Kann ich schon mal anmachen? Ist die Frage, will ich Hacking abwarten? Nee, am Ende kommen wir hier doch irgendwie durch. Was wurde getroffen? Die Schilder. Wobei die Schilder sind auch gleich wieder ganz, aber Schilder sind am wichtigsten. Du reparierst weiter fleißig und gehst dann wieder zurück. Oh Gott, Slattern. Und Zerat hat auch nicht mehr voll Energie, er könnte auch getroffen werden. Okay, ihn schiebe ich mal kurz raus. Ist mir zu unsicher. Er scheint nicht gut getroffen zu haben. Die kommen wieder rüber. Oh, zum Glück war er noch nicht drin. Jetzt haben wir wieder Besuch. Das ist gerade sehr, sehr nervig. Du hilf mal. Auch wenn wir weniger ausweichen, aber... Wir brauchen unsere vollständige Crew. Lanze bereit, bringt mir gerade null. Ich muss auf Hacking warten. Ariel kann zum Glück nicht doppelt so gut reparieren als sonst. Sie ist ein Engi, kann gut reparieren und hat 20% Bonus. Die Gedankenkontrolle macht aber bestimmt auch gleich wieder mit. Wir könnten hacken, das machen wir auch sofort. Sobald wir Energie reingelegt haben. Achso, weil er gerade nicht an seinem Posten ist. Dann mal kurz ohne Sauerstoff. Ja, wenn Slattern stirbt, haben wir einmal Energie zu wenig. Lanze ist bereit. Wir warten aber auf die runtergezogenen Schilde. Du gehst mal wieder hier rüber, du kannst Schaden anrichten. Je weiter weg du bist von der Hackerei, umso besser gerade. Raketen fliegen. Martin muss rüber. Kommt er noch an? Nee, oder? Scheiße. Oh, es verfehlt aber. Hört er noch beim Drittel? Das hätte schlimmer sein können. Okay, Zerol drüber. Ariel würde ich jetzt ganz gerne hier rüberschicken, aber sie wird gleich wieder übernommen.
Nehme ich an. Wer kann besser reparieren? Jones oder... Ja, Jones ist länger da, ne? Oh, Nathan. Stimmt, das war unser Schraubenschlüssel, Hans. Waffen im Blick behalten. Gedankenkontrolle greift, aber wo? Bei Jones? Bei den Schilden, das ist aber uncool. Okay. Lieber auf die Gedankenkontrolle gehen. Wenn die rot ist, dann... ist Jones sofort wieder da. Wenn wir aber da reinlanzen, dann... Ich schätze mal, das Ding, ja klar, hat drei Balken. Nehme ich mal an, dass es auch bei ihm bloß auf drei Balken geht. Dann dauert es nicht ganz so lange, wie lange er kontrolliert ist. Lebensenergie, 130. Okay, also Lanze erstmal hier. Teleporter wollen wir auch ärgern, weil das nervt, wenn die ständig rüberkommen. Dann muss das Cockpit mal so bleiben, wie es ist. Was mache ich jetzt aber mit dem Schnellfahrlaser? Ich würde sagen Schilde, weil die Schilde sind bloß gehackt und die werden gerade nicht nur repariert, die können halt schnell wieder aufgeladen werden, deswegen auf die Schilde. Sonst muss gerade keiner repariert werden. Er bekommt ordentlich Hüllenschaden. Zweikampf im... Ach, nur deswegen Eindringlinge. Der hat jetzt keinen rübergeschickt, oder? Oh, Energiespitze. Nathan und Ariel. Antrieb ist aber gleich fertig. Mal gucken können, was er gerade so macht auf seinem Schiff. Dann lasse ich lieber reparieren, bis Ariel unten ist. Ich mach mal alles zu. Ja, jetzt sind die Türen nicht so dicht. Oh, das sieht so dick aus und es kommt irgendwo an. Die Raketen fliegen auch noch. Oh oh. Seine Schilder. Er hat gerade nur einen Schildpunkt. Der Rest ist sehr rot, wie ich sehe. Okay, Zerold ist wieder geheilt. Die Gedankenkontrolle, nehme ich an, wird gleich vorüber sein. Na, Antrieb gleich da, dann schicke ich dich hoch und die beiden schicke ich schon mal wieder auf Position. Oh, Sauerstoff. Schilder haben auch einen weg. Sauerstoff, das machst du alleine. Und hier wird runtergegangen. Drei Höllenpunkte noch bei uns. Ach, da ist ein Arsch. Also doch, habe ich es doch gehört, Teleporter. Hackerei ist aber gerade nicht so wichtig. Weil seine Schilde kaputt sind und gerade ist niemand drin zum Reparieren. Aber wenn das Hacken kaputt ist, dann haben wir ein Problem, weil... Höllenschaden. Die Antriebe sind gerade wieder ganz... Jones ist leider unser Antriebsexperte. Ich hoffe, er ist ja gleich wieder da. Was mache ich in der Zwischenzeit? Ihn bekämpfen? Nathan weicht aus. Na gut, hier wird eh gelöscht durch das Feuerlöschsystem. Zum Glück müssen wir uns nicht um sowas kümmern. Super. Jones ist zurück. Ja, Sauerstoff ist auch wichtig, aber... wir machen es so. Gott, die beiden Zoltern im Nahkampf, ey. Ich glaub's nicht. Die Raketen. Wir können aber wieder 50 minus 10% ausweichen. Eine Rakete muss vorbeigehen, damit wir überleben. Hacken wäre gleich wieder bereit und ist noch auf Stufe 2. Okay, eine Rakete muss jetzt einfach vorbeigehen. Der Typ hat zum Glück auch schon ordentlich Schaden, weil er alleine ist. Okay. Sauerstoff kommt gleich wieder. Strom kann ich gerade nicht nutzen. Ich könnte jetzt schon herumlanzen, aber nee. Mache ich noch nicht. Verfehlt, gut. Jetzt dürfen wir keinen Systemschaden mehr bekommen. Zlatan hat Aua.
Nee, ich warte noch, bis Balken 2 auf jeden Fall wieder da ist. So. Ist immer noch gelb, Energiespitze, scheiße. Die Energiespitze kann ich ja eh nicht ausschalten. Ich kann jetzt auch nicht warten, bis wir da jetzt herumgehackt haben. Also das Ding schießt sofort, aber wohin? Cockpit, damit jeder Schuss sitzt. Da kann gerade eh keiner rein. Wobei, da ist jemand drin, aber stirbt er ja. Die Lanze wartet auf jeden Fall, bis der eine Schild weg ist. Oh. Zlatan ist hochgegangen. Ja, wir brauchen jetzt Sauerstoff. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Schilde weg. So viele Räume wie möglich mitnehmen. Zwei, wir haben jetzt vier Räume erwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hast du genügend Räume für uns? Sieht doch aus. Wir müssen eher treffen als er. Ich brauche vier Räume. Ich kriege keine vier Räume hin. Haben wir noch einen Laserschuss, der unterwegs ist? Da oben sind schon mindestens drei draufgegangen, vier Räume. Ja! Wir haben es gepackt! Gänsehaut. Zlatan ist noch gestorben. Natürlich Zlotti, aber... wir haben es gepackt. Gänsehaut. Aber es war eine. Wir haben das wirklich mit diesem Zoltan-Schiff gepackt. Ja, die Waffen waren stark. Und Runde 2 verlief so gut mit den ganzen Treffern, obwohl der ein Viererschild hatte und wir bloß 5 Laserschüsse. Wir haben es gepackt. Und wir haben den Lanius-Kreuzer bekommen. Aber bei aller Packerei, wir haben Zlatan verloren. Und ganz früh Slotty. Für die beiden haben wir es gepackt. Mitten einer Hölle. Glückwunsch, du hast das Rebellenflaggschiff mit dem Zoltan-Kreuzer besiegt und so der Föderation den Sieg beschert. Keine Bestpunktzahl, aber der Sieg war viel, viel süßer, weil der Föderationskreuzer, das DRS-9611, das war gefühlt besser ausgerüstet. Im gleich zweiten Anlauf mit dem Zoltan-Kreuzer das Ganze gepackt. Es sah so kacke aus, aber wir haben uns dann gleich gesagt, wir packen das. Und wir haben es gepackt. Ansonsten keine neuen Rekorde, aber das ist egal. Wir haben es gepackt. Erreiche Sektor 5 ohne Reparaturen im Shop. Ach so? Hab ich wirklich erst nach Sektor 5 repariert? Ich sag mal, das Spiel lügt nicht. Erreiche Sektor 8 ohne Raketen, Bomben zu nutzen? Ja, das stimmt. Den Chletor haben wir ja schnell verkauft. Erreiche Sektor 8 ohne Drohnen zu nutzen. Ja, das stimmt auch. Erreiche Sektor 8 ohne Crewmitgliederverlust und das auf normal. Ich finde es gerade immer noch sensationell, abgesehen jetzt natürlich vom Zoltan-Kreuz, aber ich finde es immer noch
sehr besonders, dass ich jetzt innerhalb von, ja, 3 Versuchen zweimal auf normal das Rebellenflaggschiff besiegt habe. Also vor diesem 11. Durchlauf habe ich es ja, wie gesagt, noch gar nicht geschafft. Klar, hier im Let's Play nicht und davor alleine auch nie auf normal. Da musste erst dieses Let's Play hier ins Leben gerufen werden, damit ich einfach mal Faster Than Light auf normal packe. Und zwar zweimal. Das ist so cool. Jetzt haben wir auf den ersten 3 Plätzen 3 verschiedene Kreuze, sogar auf den ersten 4 Plätzen. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Was kann denn das Lanius-Schiff? Stand da nicht Lanius? Achso, beide! Ein Mantis-Schiff und... Das sieht so cool aus. Ist zwar nicht so eine Form, wie wir bei den Gegnern sehen, aber das ist was Einzigartiges, was nur wir haben. Das sieht so cool aus. Ich mach mal die Räume zu. Auch noch diese Farbe in Rot. 3 Mantis und die verstehen sich mit einem Engi. Eine kleine Bombe von Haus aus. Das klingt gut. Ein Abwehrlaser 1, sehr schwacher Laser. Eine Energie, ein Energiebalken. Und wehrt dann Schüsse ab oder macht Schaden wahlweise oder wie darf ich was verstehen? Mantis-Pheromone. Das Bewegungstempo deiner Crew steigt um 25%. Wir haben auch den Teleporter an Bord. Wir werden zum ersten Mal teleportieren und ich schätze mal mehr Ressourcen aus denen rausholen. Ja. Oh Mann, wir können auch das Lanius-Schiff spielen sofort, wenn wir wollten. Oh nein. Okay, der ist Kapitän, sage ich mir gleich mal. Wir haben nur 2 Lanius. Ich hätte gedacht, wir hätten mindestens 3 Lanius und mindestens 3 Crewmitglieder, aber eben alle 3 Lanius. Laserkanone. Ionenbetäuber. Nur einmal Energie. System außer Kraft setzen, ohne die Hülle zu beschädigen. Diese Ionenwaffe betäubt die Crew im Raum für 5 Sekunden. Die Laserkanone. Dieser Doppelschusslaser hat eine umso kürzere Abklingzeit, je länger, je mehr er feuert. Ja, das kennen wir schon. Notfall-Atemgeräte für den einzigen Menschen. Die Crew erleidet nur den halben Schaden durch Sauerstoffmangel. Ja, wenn er mal durch muss zur Krankenstation. Ach ja, stimmt ja, wir haben die Klonstation. Wir brauchen eine DNA-Datenbank. Ich habe mich bisher immer geärgert, wenn ich die durch einen Tausch bekommen habe. Aber das Schiff sieht auch so cool aus. Sinistar Unleashed. Lässt da für mich irgendwie grüßen. Bin mal gespannt, wie die anderen Varianten aussehen, vor allen Dingen von den beiden. Das sind 2 so coole Schiffe. Auch der ist cool. Der Penis sowieso. Das ist ein Schrotthaufen und auch die Kestrel ist ein schickes Schiff. Oh Mann, ey. Kruos. Und das Gila-Monster. Ach, ich freue mich schon. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Also erst den Mantis-Durchlauf oder erstmal den Lanius-Durchlauf. Waffensysteme 3 Energie, Antrieb hier bloß einmal, hier 2-mal. Hacking auch schon an Bord. Ja, Mensch muss sein, kann ich nicht ändern. Ups. Ach, das wird ein Spaß. Gut. Also ich freue mich schon auf die nächste Folge mit einem dieser beiden Schiffe und bin immer noch voller Freude, dass wir das Rebellenflaggschiff mit dem Zoltankreuzer in dieser Konstellation besiegt haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.